das auch Piet schummelt. Hat. Nein. Doch. Gar nicht. Piet schummelt. Es gibt kein Schummeln. Du Fusch. Nein. Ich kann das auch einfach hier bündig abschneiden, das Ende, und dann kannst du ja sehen, wie du weiterkommst. Da kommst du nicht weiter. Oh, ihr müsstet sein Gesicht sehen. Ja. Herzlich willkommen zur 62. Folge des Kreativdepot-Podcast. Da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause. Und Ina und ich sitzen direkt vor einem neuen Produkt. Ein Buchbindetool hat den Weg zu uns ins Sortiment geschafft und Ina und ich haben sowas noch nie benutzt und werden das jetzt in dieser Folge tun. Wie wir damit so auskommen und ob wir tatsächlich die japanische Buchbindekunst auch hinbekommen, das hört ihr in dieser Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Okay, dann sagen wir mal Hallo, oder? Dann sagen wir mal Hallo. 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 Herzlich willkommen zur 62. Folge unseres Podcasts Ausgestanzt und Ausgefragt. Da sind wir wieder. Nach gefühlt Ewigkeit, seit oder? Seit gefühlt einem halben Jahr Sommerpause. Ja, genau. Es fühlt sich echt lange an. Aber es waren auch, glaube ich, 5 oder 6 Wochen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Anfang Juli, glaube ich, sind wir schon in die Pause gegangen. Ja, und dann hatte ich, guck mal, das ist auch schon 6 Wochen her. Und ich hatte 4 Wochen Urlaub. Knapp. Bin ein bisschen früher wieder angefangen. Und irgendwie ist das schon wieder weg. Aber du hattest einen schönen, tollen Urlaub. Ja, wir waren in Norwegen. Und wart irgendwie mit dem Boot unterwegs, glaube ich. Ja, genau. Ja, mit der AIDA waren wir unterwegs, mein Kleiner und ich. Und das war richtig schön. Für mich ist es Urlaub, ne? Mhm. Das ist einfach schön. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Und der Kleine, das darf ich nicht sagen, der Große, hat was zu tun. Und das macht Spaß. Ja. Waren wir also und haben Norwegen gesehen und ich finde Norwegen ganz großartig. Ich bin richtig ein bisschen verliebt in Norwegen. Okay. Also richtig schön ist es da. Ja, dann weißt du ja schon, wo das nächstes Jahr wieder hingeht. Norwegen. Ich hatte Junior bei mir, dann haben wir gezeltet 2 Tage. Ja. Oder 2 Nächte, also 3 Tage. Im Garten? Im Garten, ja. Und dann waren wir noch im Heidepark. Ja, genau, da waren wir auch einen Tag, aber ihr wart länger, wir ne? Wir waren 2 Tage. Mit Übernachtung. Dann hatte ich noch vorletzte Woche Abschiedsgrillen bei mir auf der Terrasse mit meinen ganzen Lagerkollegen. Das habe ich gesehen, das hattest du gepostet. Genau. Weil ich jetzt ja meinen Job wechsle. Nochmal ganz neu anfangen, ganz von vorne. Mit 40 kann man das noch machen, glaube ich. Geht immer. Ja. Neuanfang geht immer. Denke ich auch. Höre ich gerade immer von Clouseau. Neuanfang. Okay. Cooles Lied übrigens. Muss man sich mal anhören. Lohnt sich. Okay, wir haben heute mal etwas ganz anderes. Und zwar Book Binding Guide. Oder genau. Buchbindeführer von We Are. Memory Keepers, ne? Memory Keepers, genau. Ja. Den wollen wir mal ausprobieren. Der ist jetzt neu im Sortiment. Genau, den haben wir jetzt drin. Ich glaube, wir hatten ihn vor Jahren schon mal. Aber wir haben ihn jetzt wieder drin. Ja. Und zwar kann man damit ganz toll diese japanischen Buchbinde-Sachen mitmachen. Jetzt müssen wir auch mal gucken, Piet, ob wir beide das hinkriegen, weil wir das beide noch nicht gemacht das haben. Das ist ne? richtig. Ich habe mir mal so ein schönes Buch gekauft. Und da ist das drin, aber naja, wir schauen mal. Also wir haben hier jetzt Graupappe, 2 Deckel quasi und so 2 schmale hinten noch dran, wo wir nachher die Bindung reinmachen. Ja. Ich hoffe, wir beide kriegen das hin. Das hoffe ich auch. Also da ist so ein Mäppchen mit drin und in diesem Mäppchen ist, guck mal, Garn. Da ist der Garn, ja. Einmal eine Nadel sogar oder 2. Zum Durchstechen. Ah, wir haben aber für die Graupappe auch eine Crocodile. Vielleicht machen wir die Löcher einfach nur rein und machen sie dann nachher. Genau, dass wir das markieren und dann genau. mit der Crocodile ja. dann durch. Ja, würde ich auch sagen. So, und dann ist das wie so ein Lineal. Tja, Piet und Nu. Ja, und Nu. Das ist die 100.000 Euro Gewinnspielfrage. Ich glaube, das ist dieses Lineal und das kannst du. Tja, Piet. Die Pappe wird da wahrscheinlich nachher so reingelegt. Das denke ich auch. Und dann kannst du das hier wieder
festdrehen und dann kannst du dein Muster. Und das Muster müssen wir dann hier... Kann man das nicht festdrehen? Doch. Doch. Das ist nur wahrscheinlich nicht für Graupappe ausgelegt, können Sie sich vorstellen. Wobei, was steht da drauf? Wie viel Papier passt dazwischen? 7 Blatt. 8. Jetzt, ne? Nee, der springt immer wieder hoch. Mach nicht kaputt, das ist meins. Nee, dann mach du das kaputt. Wir finden schon eine Lösung. Auf alle Fälle kannst du dann durch die Löcher die einzelnen, hier wie dieses Muster, du fängst dann quasi hier an, gehst dann da hoch, gehst hier wieder runter und weißt, siehst du? Ja. Und das müssen wir jetzt versuchen hinzukriegen. Ist dir auch so warm? Ja, du sitzt ja auch in der prallen Sonne. Ja, shit. Als erstes binden wir das. Das heißt, wir nehmen das breite Klebebuchlein und kleben quasi das so weit drauf und das dann so dann hier rum. Okay? Aha. Wie viel wollen wir nehmen? Zentimeter von der Pappe? Also hier, dass wir einen Zentimeter hier rauf gehen oder anderthalb? Ja, ich glaube Zentimeter ist... Brauchst du das Buchbindetool, um den Abstand zu haben? Oder machen wir das Pi mal dicken Daumen? Ich glaube, das kriegen wir so hin. Ja? So, du brauchst noch ein bisschen was zum Umschlagen. Genau, einen Zentimeter heißt, ungefähr. Ja. Dann setze ich hier mal die Flex an. Kannst du mir den geben? Was? Kannst du mir den geben, den Streifen, den du gerade abgeschneidest? Ja. Ich finde diese Buchbindegeschichten, diese japanischen Buchbinde-Sachen, finde ich ja, die sehen total schön aus. Ich mag die richtig gerne. Aber ich muss gestehen, so richtig gemacht habe ich die auch noch nicht. Die sehen aber richtig schick aus. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Textbuch mitgebracht. Was für ein Textbuch? Für mein Theater. Ach so, und dann hätten wir das machen können, ne? Ja, weil ich habe das, wir kriegen das immer nur als lose Blätter. Und noch habe ich das im Schnellheft, aber bisher habe ich das eigentlich auch immer mit Garn gemacht, einfach. 4 Löcher. Ja. Durch oder mit Garn, weil dann kannst du es immer noch mal umklappen und umschlagen. Ja, genau. Und der Schnellhefter, der hält nicht lange. Wir brechen dir entweder die Bleche ab oder reißt dir das Papier ein. Ich habe ja dafür immer gerne 2 Pappen, ne? So wie da und nehme dann gerne die Buchbinde-Ringe. Das ist auch eine Idee. Die kannst du aufmachen, du kannst das auch alles umklappen. Ja. Ist schnell gemacht, weil du brauchst nur so ein bisschen, weißt du? Mhm. Und da mache ich das gerne mit. Ja, es ist jetzt einfach Graupappe, die du ein bisschen mit Papier dekoriert hast. Genau, und mit Papier rein. Bezogen, Eyelets rein und dann mache ich durch die Löcher quasi die Buchschrauben, die Buchringe. Ja. Und dann kannst du die auch aufmachen und wieder reinmachen und du kannst es umschlagen. Ja. Das geht, können wir mal machen. Also ja, das geht echt gerne. Super, super es gut. Geht, es geht jetzt langsam wieder in die Richtung, es geht langsam wieder los ja. Im Theater. Ich in der Doppelrolle. Du hast eine Doppelrolle? Und ich stehe nackt auf der Bühne. Einmal. Das ist nicht dein Ernst. Ist schon das zweite Mal. Wie, ich stand schon einmal komplett nackt. Was meinst jetzt, du? Jetzt müssen Publikum, alle kommen. Wie das Publikum am Grün war. In dem Stück, das war 2017? Ja. Nee, 16. 2016. Ja. Spielte in einem Hamburger Hotelzimmer. Mhm. Und ich war der gehörnte Ehemann. Der Bürgermeister hatte ein Techtelmechtel mit meiner Frau. Ja. Und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach denen. Hab die jedes Mal verpasst, wenn ich denn da in dieses Zimmer kam. Und bin dann irgendwann, wurde ich dann von dem Pagen dann in fälschlicherweise zum Hotel Pool geschickt. Ja. Und bin in den Pool gefallen. Also das kriegt man nicht mit, das wird nur erzählt. Ja. Und komm dann halt tropfenklitschnass und nur mit einem Handtuch bedeckt wieder hoch. Und bleibe dann irgendwie bei irgendeiner Diskussion dann mit einem Handtuch beim Rausgehen am Türhaken hängen, am Türgriff. Und man sieht mich für vielleicht 2 Sekunden mal komplett nackt mit einem nackten Pöppis. Was meinst du, je Olla, je Dollar, beim alten Nachmittag, wie die da gegrölt haben? Ja, das glaube ich. Nicht schlecht, Herr Specht. Und diesmal sieht man wieder meinen Pöppis. Jetzt kommen ganz viele. Ja, nicht schlecht. So, Piet, los. Jetzt wirst du so, da dann die das ran, das Buch, den Buchlein. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht mit diesem klebbaren Buchlein. Also ein selbstklebendes. Ja, genau. Bleibt auf jeden Fall der Tisch bei sauber.
Die Hände auch. Und die Hände auch. Du brauchst keine Schürze. Genau. Und so für mal eben geht es auch ein bisschen schneller. Ja, gut. Aber wie oft muss man mal eben eine Tuchleine halten? Ja, eigentlich finde ich das mit dem Kleben auch besser, aber haben wir jetzt keine Zeit zu. Wir wollen ja auch noch irgendwann fertig werden. Das ist richtig. Mein Abendessen wartet noch zu Hause. Du hast noch nicht gegessen? Nee, ich muss noch. Wir waren in Hamburg und somit kannst du dreimal raten, wo wir auf dem Rückweg waren. Beim Schachtelwirt. Mhm. Ja, falls du dann mit MC meinst. Ja, Gasthaus zur Goldenen Möwe. Ja, genau. Oder Schachtelwirt. Schachtelwirt passt immer. Schachtelwirt ist auch ein cooler Name, ja. Nee, bei mir gibt's noch Champignon, Sahne, Hühnchen. Wow, hört sich auf alle Fälle gesünder an als das, was wir gegessen haben. Hast du jetzt den Abstand zum Beispiel nochmal eben bei den Pappen hier einfach so nach Gefühl? Ja, du, wir hatten ja gesagt, wir machen das jetzt ohne das Tool. Mal nach Gefühl. Hingekriegt? Ich denke schon. Okay, und jetzt müssen wir Ecken das einschneiden. Ja, genau. So ein bisschen, in diesem Fall so ein bisschen schräge so. Ja. Und auch da so ein bisschen schräger. Okay. Und dann soll es nachher so aussehen. Ist ganz cool geworden, oder? Wir haben kein... Warte mal, ich habe kein Dings hier. Kein Falzbein. Oh, mir fehlen in letzter Zeit so oft die Worte. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wortfindungsschwierigkeiten. Oh, total. Immer dieses Dings, weißt du, mit Marion dann. Marion, du weißt doch, was ich haben will. Dieses Dings, weißt du, was wir auch schon mal hatten. Und Marion, was willst du von mir? Und ich, naja, du weißt doch. Das Dings halt. Ja. Dings, und kennst du Dings noch? Der wohnt doch in, naja, du weißt schon. Mums. Ja. Ach, der, ja. Oh, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, ehrlich, Piet. Ach, das habe ich aber auch immer wieder. Ach nee, das ist ganz schrecklich. Und jetzt habe ich das Schmale hier. Und das habe ich dann hier quasi so drüber. Ja, so, ich gucke mir das jetzt mal eben an. Wir probieren das mal. Ach man, Piet, das ist doch blöd. Das passt nicht. Hm. Warte. Ich bin da. So, also man schraubt, legt es drauf, schraubt es fest. Mhm. Wenn man es festschrauben kann. Ja. Aha, hier geht es und... Oh Mann, ich glaube, Piet, ich will nichts sagen, aber ich glaube, das geht nicht. Warte, wir machen das mal in diesen Bereich hier rein. Wie sieht denn das hier aus? Guck mal, hier geht es. Da oben geht's, ne? Ja, aber dann ist es... Lose. Lose. Warte, jetzt müssen wir gucken. Gib mir mal ein Blatt Papier. Ich glaube, wir probieren das mal eben aus. Das kann ja jetzt was werden. Ja, da hat sie uns aber auch was gegeben, die Marion, was ich noch nicht gemacht habe. Aber wir fuchsen uns mal rein, oder? Wir probieren es einfach mal aus. So. Wenn wir jetzt dieses Muster machen wollen, dann müssen wir das so hinlegen. Und dann müssten wir doch eigentlich das erste Loch hier machen, oder? Da unten, ja. So, das haben wir gemacht. Das nächste dann hier. Ist das so weit oben? Ja, wir gucken. Ich mach mal, okay? Ja, ich hab doch wohl das... Also das geht hier schon mal sehr gut. Das ist jetzt Designpapierstärke. Ja, genau. Und auch nur ein Blatt. Ja. Und jetzt ziehen wir das mal raus. Jetzt hast du halt die Nadel hier einmal durchgestochen nach dem Steckmuster. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht eigentlich soweit gut aus, ja. Und weil die Pappe so dick ist, legen wir das Papier einfach da drauf. Was hältst du davon? Das ist die Option, ja. Könnte man jetzt ja auch sonst mit Washi-Tape eben hier festkleben, ne? Festkleben, soll ich mal Washi-Tape holen? Ja, bitte. Das kleben wir jetzt darauf. Richten wir das ein bisschen. Also die Pappe ist zu dick, die graue Pappe, um sie darunter zu machen. Das genau. Geht nicht. Deshalb kleben wir jetzt das fertige... Also unsere Schablone, die wir jetzt quasi gemacht haben. Genau, die kleben wir darauf. Und da gehst du dann mit der Crocodile. Mit der
oder? Wäre das dann nicht wiederum zu groß? Wir haben ja zwei Löcher. Ja, aber selbst das kleinere ist ja doch sehr umfänglich, sag ich mal. Aber die sehen hier auch ziemlich groß aus im Buch, oder? Ja, stimmt. Eigentlich ganz cool, oder? Grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Aber weißt du, wo ich mir noch Sorgen mache, ist bei der Bindung, ne? Ich werde mal eben im Buch so ein bisschen nachschlagen, ob ich weiß, wo wir, oder ob ich was finde, wo wir zuerst durch müssen. Weil das weiß ich nämlich nicht. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Das ist auch für mich komplett Neuland. Dieses Buch, ne, ist so geil. Dass, wenn man das sieht, hat man sofort Bock, das zu machen. Aber ich komme dann da immer nicht zu. Ja, das ist auch etwas, wo man wirklich dann auch Zeit und Ruhe für braucht, ne? Ja, ja. Mhm. Du bist mit den Löchern beschäftigt und ja. Ich suche irgendwie. Geht nicht, oder? Doch, aber... Klemmt an der Dings, ne? Das Zeug bleibt hier in meinem Loch stecken. Ja. Himmelherrschaftszeiten. Was ist? Ja, das verheddert hier immer drin. Du machst das sehr gut, sieht gut aus. Vielen Dank. Sehr aufdringlich. Aufmerksam. Jeder, der das schon mal gemacht hat, wird das belächeln, Piet. Das tun sie bei vielen Sachen wahrscheinlich. Wahrscheinlich denken die, oh mein Gott, die beiden. Aber ich finde... Haben sie was zum Schmunzeln. Für den Anfang, finde ich, machen wir das hier ganz großartig. Fertig? Mhm. Okay. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. So. Supi. Vielleicht sollten wir nächstes Mal von der anderen Seite das machen, weil ja. Das die schönere ist. Toll. Ah, macht nichts. Kommt noch Band rein. Okay, das machen wir jetzt mit beiden Seiten. Also eins ist fertig. Ich mache nochmal ein Foto davon. Und das sieht dann so aus. Und dann müssen wir ja noch das Papier, ne? Ja. Das ist ein bisschen dick. Aber weißt du was, wir machen immer ein großes, ein kleines. Das, weißt du? Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist also, wenn man sich das jetzt vorstellt als Organizer oder so, ja, findest du dich denn eigentlich auch dann schneller zurecht. Das habe ich auf einer großen Seite geschrieben, das weiß ich ganz genau. Ich glaube, wir müssen das einmal falzen, damit man das besser umknicken kann. Ich hole mal eben hier mein Schneidebrett. Du bist ja noch am Packern, du hast da noch gut was zu tun. Ja, im Augenblick bin ich hier noch beschäftigt. Heute sind wir voll konzentriert, ne? Ja. Aber wir müssen uns auch konzentrieren, weil gleich müssen wir auch binden und ich glaube, das wird nicht ganz einfach. Wir werden sehen. Vielleicht geht es doch ganz easy. Ja, mal gucken. So, gefallen. Selber so. Nee, ich bin, also damit wollte ich sagen, ich bin soweit. Ja, ich auch. Ich schreibe fertig. Okay, das heißt, wir haben die beiden Deckel fertig. Und jetzt müssen wir das Papier noch, ne? Dass wir das dann quasi so dazwischen. Ja. Also, da nehmen wir jetzt aber wieder unser Tool. Das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Meinst du, es ist auch zu dick? Könnte das zu dick sein? Nee, das ist ja der gleiche Bogen jetzt. Genau, und hier legen wir das jetzt an. Da legen wir es jetzt wieder ganz normal an. Genau, dann müsste das gehen. Und es hieß bis zu 8 Stück. Okay, ich weiß nicht, wie viel ich... Ich habe jetzt einfach mal gemacht. Das kannst du ja. Ja. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Aber das sieht gut aus. Ja. Wo ist das andere Schreibtchen? Hier. Da. Ja, doch ein bisschen viel. Könnte ein Ticken länger sein, ne? Die Schräubchen, ne? Ja. Ja. Warte, ich drück mal richtig runter und dann... Mach's nicht kaputt. Nee. Das wäre blöd, ne? Jetzt aber. Jetzt! Nicht. Uh-uh. Es ist zu dick. Ist zu viel Papier? Ja. Schade. Dann müssen wir das
glaube, das waren auch mehr wie 8, wenn ich ehrlich bin. Dann soll das schichtweise machen. Wie viel sind das? Die Hälfte am besten. Zwei. Sind ein paar mehr. Ich nehme ungefähr die Hälfte. Aber cool finde ich das Teil, weil du die Abstände halt cool machen kannst, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also das kommt dann dazwischen diesem Lineal. Ich drehe das mal fest. Jetzt geht's. Bei mir ist richtig gut fest. Jetzt müssen wir ja mal gucken, wo wir reingestochen haben. Wo wir reingestochen haben, dass auch so hinkommt. Ja, ah, wir, bei den ohne schwarzen. Hier? Mhm. Wo haben wir das, den Pickel? Da ist der Pickel. Darf ich? Ja. Also. Da einmal rein. Und geht durch. Dann da, ne? Dann, warte, können wir ja so gucken. Ja, dann da. Und dann wieder. Ey, sauber. Wie cool. Ja, aber auch jetzt gut, dass wir quasi diese Schablone jetzt gemacht haben. Muss jetzt nicht lange suchen, welches Loch muss. Genau. Jetzt. Also das würde ich, glaube ich, mir immer machen. Ja, eine Schablone, oder? Damit du den Überblick nicht verlierst. Ja, genau. Das finde ich auch. Man hat ja immer irgendwie ein Blatt über oder eben, man kann ja auch ein Schmierpapier nehmen. Ja, ganz normales Druckerpapier, Schmierpapier, irgendwie sowas. Das wird was, Piet. Ich habe das so ein Gefühl. Also das Garn, was da mit bei ist und die Nadeln, also da sind zwei Nadeln bei und das Garn ist ein, ist tatsächlich ein gewachstes. Genau, ja, so sagten sie das auf der Packung, dass es wohl ein gewachstes sein soll. Ja, wir haben auch Belkagarn. Ich hätte ja gerne Belkagarn genommen, aber tatsächlich glaube ich, ist das fast ein bisschen zu dick, oder? Weil wir durch einige Löcher zweimal durch müssen. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich würde es uns jetzt auch empfehlen, dass wir einfach das nehmen, was da jetzt mit bei ist. Wir müssen jetzt eh gleich mal schauen, wie wir anfangen, Piet. So, wir haben jetzt die Blätter fertig. Die machen wir mal eben so jetzt übereinander. Und jetzt, Piet, was machen wir? Wie heißt das Teil? Sag mal eben schnell. Mal eben schnell. Buchbindeführer. So nennt er sich. Mhm. Wir haben aber ganz schön viele Löcher gemacht, ne? Wir hätten auch. Wir können ja auch selber einfach ein Muster ausprobieren. Ja, ja. Müssen wir, glaube ich, auch. Wir machen das jetzt mal bei Do It Yourself. Ich glaube, alles andere kriegen wir eh nicht mehr. Ah, hier ist es. Das habe ich. Ah, gefunden. Die Anleitung. Guck mal, die Anleitung. Yibi yeah. Da siehst du. Okay. Ja, wir haben es ja jetzt in dem Muster auch gestochen, so wie es da ist. Ja, genau, hat. Nur dass wir mehr haben, ne? Ja, aber das Prinzip ist ja eigentlich dann das gleiche, denke ich. Ja. Da sollen wir doch was mit anfangen können. Der Beginn ist in der Mitte tatsächlich. Okay. Und beginnt von unten. Ich mache dir jetzt mal einen ganz langen Faden. Meine Oma hat immer gesagt, langes Fädchen, faules Mädchen. Aber so. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir, oder? Was meinst du? Ja. Als wenn wir nochmal ansetzen müssen. Also, dann brauchen wir eine Nadel. Die ist dabei. Oh, ich habe eine super Idee. Wo habe ich die liegen? Ich habe so Klemmen, damit man das richtig schön festklemmen kann. Okay. Wo habe ich die hingelegt, Piet? Das. Halt die Stellung, ich gucke nach. Jetzt versuchen wir hier gerade, dass das ein bisschen mittig ist, ne? Ein bisschen auszurichten. Ja. Aber das sieht gut aus, Piet. Also, wir haben das jetzt zusammengeführt. Halt mal die beiden, das ist. Dann bin ich mit deiner großen Durchstecknadel, bin ich jetzt einfach nochmal durch, um die Löcher zu justieren. Du kommst jetzt mit der großen Leimzange hier. Ja, genau. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. Okay, jetzt haben wir Band. Was meinst du, wie viel Band wir brauchen, Piet? Noch ein bisschen? Lieber zu viel, ne? Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ja.
Ich glaube so. Weil so laut dem Muster machen wir ja einmal von Loch zu Loch zu Loch zu Loch im Zickzack und einmal nochmal gerade rüber. Ja, genau. Das machst du. Ich. Na klar, ich fädel ein, das mache ich dir noch fertig. Na guck, immer. So, pass auf. Okay, und dann fängst du an, hier bei so einem mittleren Loch, da. Da gehe ich einmal durch. Von unten, also das ist jetzt der Buchrücken, und dann gehst du da durch. Hast du? Dann ziehst du durch. Ich weiß nicht, wo wir dann mit dem Band bleiben, aber das erstmal so. Und dann gehst du nochmal wieder, also rum und wieder von unten durch. Durchs gleiche Loch? Ja. Also mach in dem Loch jetzt eine Schlaufe sozusagen. Ja, genau. Oh Mann, das wird interessant hier mit uns. Gerade, so. Nochmal schön stramm ziehen. Jetzt gehst du von da in dieses kleine Loch, also in das schräg unten. Von oben? Ja, von oben. Schön stramm ziehen und gehst dann wieder um den Buchrücken rum, wieder von oben rein. Jetzt gehst du, warte. Ja. Jetzt gehst du dahin wieder zurück, hier. Zu dem? Ja. Okay. Von oben? Oder ja. Von unten? Warte. Gehen wir nochmal da rein, also gehen wir nochmal hier rüber oder gehst du von unten jetzt hier in das nächste Loch? Ich müsste jetzt eigentlich dann laut der Zeichnung schon ins nächste kommen. Das ist aber eine ganz andere Bindung, die wir hier machen, ne? Du musst hier rein, ne? Da müsste ich jetzt erstmal rein. Von unten? Nee, du musst jetzt erstmal von unten. Du bist unten. Du musst jetzt hier rein. Ja, klar, du musst hier rein. Von unten. Auf der anderen Seite muss es ja auch so aussehen. Jetzt haben wir es. Und dann musst du da wieder durch. Schön stramm ziehen. Mhm, und dann von wieder oben durch, wieder rein. Genau. Dass wir wieder diese Bindung haben. Ja. Okay, jetzt haben wir unser erstes Dach, Häuschen. Mhm, jetzt, oh Gott, jetzt müsstest du, ach so, du musst von hier wieder in die Mitte zurück, damit wir auf der Rückseite dann auch wieder diesen Strich haben. Jetzt wird es langsam sportlich in dem Loch hier. Ja, das schaffst du. Da musst du noch ein paar Mal mehr durch. Okay, und jetzt musst du gerade nämlich rüber, darüber, ne? Genau. Und dann machen wir das Gleiche. Sicher? Warte, Piet. Ja. Nee, warte mal, mach mal zurück. Ich glaube, das war dann nicht. Haben wir jetzt ja diese Wicklung. Das hier, den hier, den mache ich jetzt hier gerade. Ja, mach mal. Ich bin jetzt raus gerade ein bisschen. Guck. Ja, aber da ist nichts gerade. Doch, hier haben wir doch den auch. Das ist quasi jetzt der hier. Der ist jetzt hier auch nochmal. Das ist ja einmal immer hier bei dem, zumindest wenn es bei dem hier ist, würde ich sagen, müsste es ja bei den anderen auch so sein, gerade runter. Und jetzt gehst du von da. Nee, und jetzt? Das sieht hier ein bisschen anders aus. Die sind nicht so aneinander. Wir hätten das Loch, das dürfte gar nicht sein. Von dem Loch müssen wir dann hier, von dem Loch müssen wir wieder hier durch und dann müssen wir hier durch, ne? Und darüber, ja. Ja. Ja, 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 ja. Also da durch. Genau. Oh, du hast es drauf. Wow. Jetzt hier unten rein, oder? Ja, würde ich auch gerade, ja. Hast du gedacht, dass du mal nähst? Oder lässt es? Habe ich ja auch schon. Ja? Ja, in der Schule zumindest, ne? Ja. Und du machst es richtig gut. Zum Entspannen ist das, glaube ich, was, ne? Och, oder? Auch. Nicht vertüdeln, genau. Sonst habe ich hier einen kleinen Knoten drin. So. Das sieht richtig gut aus, weißt du das? Gefällt mir gut. Was sagst du? Ja, mir gefällt das auch. So, und jetzt? Jetzt musst du doch von hier rüber. Jetzt muss ich, genau. Und dann hast du ja das gerade dann ja nur auf der Seite hier.
Tja, Pito, nu? Er guckt ganz sparsam. Ich würde es auch so machen, tatsächlich. Anderes bleibt dir gar nicht übrig, ja, oder? Ja, eigentlich. Und jetzt hier wieder durch, oder? Nee, erstmal. Ja, erstmal unten, erstmal rum. Genau, einmal rum von unten. Ah, jetzt eine. Jetzt? Ja. Jetzt komme ich hier hin. Jetzt hole ich doch, glaube ich. Du bist ja richtig fleißig am Nähen, dann hole ich doch mal schnell mein Ladegerät, damit ich. Das muss ich ja noch fotografieren, wie cool du nähst. Als wenn das jetzt was Besonderes wäre. Ja! Du machst das hervorragend, du brauchst mich heute gar nicht. Meinst nicht? Nö, ich kann heute was von dir lernen. Sehr souverän. Ups. Ja, doch. Jetzt ist nur die Frage, jetzt bin ich ja hier quasi fertig. Ja. Nee, jetzt musst du da nochmal wieder. Muss ich ja einmal hier. Wieder darum. Genau. Nee, ach doch, und dann rum, ne? Und dann rum. Wie kommen wir jetzt weiter? Jetzt muss ich auf die andere Seite. Nee, warte mal. Jetzt musstest du, glaube ich, so und dann da wieder durch, ne? Weiß ich auch nicht. Nee, das muss ich nochmal aufmachen. Wir müssen irgendwie von da darüber. Und dann, da haben wir jetzt was falsch gemacht. Die letzten zwei Löcher. Also es muss jetzt mal eben kurz was aufgemacht werden. Piet war zu schnell. Du musst jetzt, genau, in den. In den, dann haben wir diese Schräge wieder. Und jetzt könnte man dann hier jetzt gerade rüber. Jetzt müsstest du hier rum und da so. Wieder rein. So rum, ja. Ja, okay. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Dafür, dass wir das noch. Ich habe übrigens auch nochmal unsere schöne Paste mitgebracht. Wenn du magst, können wir das noch ein bisschen verzieren. Wir haben ja jetzt die Graupappe nicht bezogen. Wir haben die Graupappe ja so gelassen. Mhm. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Man könnte da ja noch, weil das Band auch weiß ist, nochmal mit der Paste irgendwie. Darf ich schon eine Schablone aussuchen? Ja, so. Du bist ja am rumgucken, was wir darauf machen. Das, ich glaube, man muss das auch ein bisschen immer von beiden Seiten betrachten, oder? Damit, ja. Oder? Ja, und jetzt gehst, nee, jetzt musst du da rüber. Du musst da jetzt rüber. Aber ich muss ja hier auch nochmal die Runde machen. Dann komme ich ja in dem wieder raus. Ja, doch. Alter Falter, das sieht richtig gut aus. Aber ist halt nicht mal eben gemacht. Was? Ist nicht mal eben so gemacht. Nee, aber ich finde, dafür, dass wir beide das jetzt noch gar nicht gemacht haben, finde ich, sieht das ganz gut aus, Piet. Ja, das auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen. Da kann man schnell ein Album mitmachen. Mhm. Also. Jo, das Band muss doch ganz schön lang sein. Das Band muss wirklich lang sein, ja. Sonst wird es zu wenig. Also das geht doch ganz schön was drauf hier. Zieh nochmal, okay? Ja. Ja, ne? Geht ganz schön. Und jetzt müssen wir. Warte mal. Warum haben wir denn da noch? Müssen wir da? Nee, da müssen wir nicht durch. Warum sind wir. Wieso? Wir hätten da irgendwie noch durch müssen vorher. Ja, ich habe schon überlegt, dass man guckt, dass man das nachher mit der Nadel nochmal hier durchzieht. Ah! Das könnte sein. Und dass wir das dann aushebeln. Und dann meinst du, wir müssen jetzt hier rüber? Da müssen wir, glaube ich, mit der Seite jetzt rüber. Ja, genau. Das kann sein. Ja. Jetzt da. Jetzt hast du da einen vergessen. Nee, doch. Ja, doch. Von der Rückseite fehlt er zumindest. Ja, von hier auch. Hier, die Schräge. Warte, das können wir mal eben machen. Nee, Piet, so geht es nicht. Du schummelst, gib her! Schummel überhaupt doch, nicht. Doch, du schummelst! Ja, wir müssen mit dem Ende auch irgendwas anfangen. Ja, aber wir gehen doch hier noch wieder rum. Schau mal, wir gehen doch hier ich rum. Ich weiß. Aber das hier müssen wir auch verarbeiten. Dann sehen wir ja, wie weit wir jetzt noch mit dem Ende hier kommen.
das auch Piet schummelt. Hat. Nein. Doch. Gar nicht. Piet schummelt. Es gibt kein Schummeln. Du Fusch. Nein. Ich kann das auch einfach hier bündig abschneiden, das Ende, und dann kannst du ja sehen, wie du weiterkommst. Da kommst du nicht weiter. Oh, ihr müsstet sein Gesicht sehen. Ja. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich lasse dich mal machen. Es geht ja schlussendlich darum, dass wir überall das gleiche Muster haben. Ja. Und das kriege ich ja jetzt damit hin, dass ich das Ende, was wir noch über haben, verarbeite. Sie lacht mich aus. Finde ich eine Frechheit. Nee, ich lache dich nicht aus. Du freust dich mit mir, ich weiß. Ja, ja, das habe ich immer als Kind gehört. Nein, wir lachen dich nicht aus, wir freuen uns mit dir. Ich finde das cool. Mit wie viel... Ich würde dein Gesicht so gerne schreiben. Wie du so voller Überzeugung fuscht. Ich fusche nicht. So, jetzt haben wir das Muster wenigstens hier vollständig. Ja, das stimmt. Das Ende, das ist jetzt halt die Frage, was man jetzt mit diesem Stummel hier noch macht. Ja. Aber du musst jetzt hier rein. Da müssen wir irgendwie rein und dann rum. Ne? Und dann wärst du nämlich hier wieder durchgekommen. Deshalb hättest du gar nicht das Ende da durchschieben müssen. Ja, ich wollte nur jetzt das nicht unnötig abschneiden, wenn wir es noch gebrauchen können in dem Sinne. Ja gut, und der Faden, den wir jetzt haben, ist vielleicht zu kurz. Aber nur vielleicht. Sag mal. Ja, genau. Ja gut, okay. Nicht gefuscht, aber... Ja, ich verstehe. Dass wir das Muster vollständig kriegen. Ja. Darum ging es mir nur. Aber jetzt hast du den Faden halt oben, ne? Immer. Ja, jetzt gehe ich einfach sonst nochmal hier irgendwo durch. Oder wir gucken, ob wir es da irgendwie... Wenn du den jetzt nicht... Oder kannst du den wieder... Darf ich den bitte noch einmal rausziehen hier? Den? Ja. Und dass du den, dass die beide hinten sind. You know what I mean? Das können wir auch versuchen, ja. Zieh den mal zurück. Ja, okay, wir kriegen es beide. Genau, dann gehen wir da. Ah, guck, Piet. Und dann kannst du da. Ja, ja. Und jetzt gerade hier wieder rein. Ne? Ja, ja. Dann haben wir es. Yippie. Und dann macht man das mit Kleber so ein bisschen da rein. Jetzt, ja, genau. Ne? Hier so ein bisschen ins bisschen Loch rein. Rein da, genau. Und dann, oh, du schneidest ab, ich hol Kleber. Piet, wir sind so gut. Fürs allererste Mal, also finde ich das super. Ist doch ein tolles Produkt geworden. Also das ist auch meditativ. Es ist echt so, wenn man die Ruhe, sag ich mal, hat, ja, kann man das mal eben machen. Und nicht jeder lacht, ne? Und man nicht ausgelacht wird, weil man angeblich fuscht. Wo siehst du da jetzt fuscht? Wo ist der fuscht? Hm? Nein, das hast du gut gemacht. Ganz toll. Ich wollte nur halt nicht unnötig jetzt das Ende verbraten. Ja, ich verstehe das. Das hast du auch... Ich hab's ja eingesehen. Weil sonst wäre es jetzt ja uns zu kurz geworden. Ja. Und so konntest du jetzt mit beiden Fadenenden quasi entgegenarbeiten. So, jetzt stopfen wir das da rein mit ein bisschen Kleber. Den hält's auch, den geht auch der Knoten nicht auf. Genau. Obwohl es ein Doppelknoten ist, aber eigentlich sicher. Ich habe dieses gewachste, ich habe das tatsächlich auch zu Hause. Wir haben das auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir das noch im Shop haben, in unterschiedlichen Farben. Das ist natürlich toll, ne? Ja, weil das auch... sich nicht aufrappelt. Ja, so. Genau. Das hast du ja beim normalen Garn, dann ist das ja immer die Gefahr. Ja, super. Und kann man das aufschlagen? Mach mal. So, ja, das bleibt ja jetzt fest. Ja. Du hast es ja auch so gefalzt. Und also toll, ich mach die Bindung nochmal. Hm, willst du es noch verzieren? Ich finde ja toll, wenn das so diese Graupappe ist, mag ich ja total gerne. Schablonen. Mit Schablonentechnik, genau. Dass man da einfach nur noch so ein bisschen... Ja, das wird auch ich mag das auch gerne. Guck mal, du musst ja nicht das ganz gerade, sondern so ein bisschen schräg. Und du musst ja auch nicht alles. Es geht ja nur darum, dass das dann... Nur so ein paar Akzente. Genau. Wo ist da ein Papier? Das legen wir nochmal dazwischen, damit... das nicht darunter. Ach so. Geht. Und dann haben wir ja hier unsere Paste, ne? Mhm. Die wir auch schon mal ausprobiert haben. So. Und dann würde ich gar nicht alles, sondern einfach nur so ein Streifen, oder? Was meinst du? Also einfach nur so ein bisschen, die müssen ja nicht komplett alles, genau. Sieht gut aus. Soll ich abnehmen? Darf ich? Warte. Du willst noch ein bisschen. Ich sehe noch, dass sie noch, weil die jetzt schon angefangen sind.
ziehen so. Achtung, ich zieh ab. Ja. Oh, das sieht mega aus. Das ist cool. Hä? Das sieht cool aus, ja. Jetzt noch irgendwie ein Stempel oder so? Aber was können wir noch stempeln? Was haben wir denn da? Die Paste ist echt cool, ne? Die ist super, ja. Ich finde auch, die lässt sich gut verarbeiten und muss sie nur gleich sauber machen. Letztes Mal habe ich die zu lange... Ja, ich weiß, das ist ja alles ausgehärtet. Ja, genau. Ja, gefällt mir auch gut. Jetzt könnte man hier noch irgendwas hinstempeln oder hier. Notizen oder so wäre cool, ne? Notizen wäre gut, ja. Oder... Memo. Oder zum Beispiel, wenn du dein Text bindest. Ja, dann könnte man jetzt hier Theatergruppe Bliedersdorf. Ja, und dann, genau. Und dann das Stück, zum Beispiel den Namen des Stücks. Super. Ja. Geile Bindung, Piet. Die ist echt cool. Die ist echt toll geworden. Ja, oder? Man könnte, wenn man jetzt erstmal weiß, wie man anfängt, wenn man und wohin. Genau, man könnte, glaube ich, von hier hätte man auch irgendwie noch einmal durchgekonnt irgendwie. Bestimmt. Aber ich finde das jetzt so ganz... Also mir gefällt das. Mir auch. Sauber. Haben wir heute was Gutes gemacht. Also das ist ein tolles Tool, finde ich. Ja. Dann braucht man sich nämlich keine das nicht ausmessen, sondern ja, man hat es. Oh und Gott. Da, so also, ist es deutlich einfacher. Ja. Nee, ist eine feine Sache. Finde ich auch. Hast du gut gemacht. Danke. Bin stolz auf dich. Du hast aber auch gut mitgemacht. Ich habe nur die Löcher gemacht. Na, immerhin. Das Nähen weiß ich nicht, ob ich so viel Geduld gehabt hätte heute Abend. Dann hättest du gefuscht. Ja. 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 Und das Band hätte tatsächlich noch einen Ticken länger gekonnt. Wahnsinn. Also es passt ja jetzt genau, aber... Ja, muss man, glaube ich, auch das Gefühl für kriegen. Glaube ich. Ja. Also schön großzügig abrollen. Ja. Dann ist es vielleicht das erste Mal zu viel. Und dann weißt du, okay, beim nächsten Mal ein bisschen weniger wieder. Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Gefühlsache. Ja. Wo sind denn die Nadeln? Also Nadeln sind dabei. Genau, hier ist die gerade. Und guck mal hier. Was ist das? Ach nee, guck mal, eine Anleitung ist dabei. Ach guck, hier kannst du die Seiten auch so reinlegen. Das hat hier nämlich noch so eine Kerbe. Mhm. Und kannst dann hier, wenn du Buchblöcke heftest. Ach auch so. Cool. Dann legst du, faltest das Blatt. Ja. Und dann legst du es hier in die Kerbe. Warte. Zeig's dir mal. Das ist natürlich auch cool. Du hast viele Blätter. Mhm. Also dann nimmst du dann natürlich dünnere. Und die kannst du dann nämlich hier rein. Genau, in die Mitte. Und dann kannst du die durchstechen. Auch. Du kannst das hier dann ja auch nehmen. Und dann kannst du das nämlich hier heften. Legst die alle ineinander. Ja. Cool. Ja, das ist super. Gut, dass ich mir eins mitgenommen habe. Ja. Jetzt im Shop erhältlich. Ja. Der, wie hieß das jetzt noch? Buchbindeführer. Ja, guck hier, Piet, hätte man auch noch den machen können, ne? Damit rein. Ja. Also hier rum. Aber wir haben jetzt den gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Hm. Oder man hätte da noch ein Loch machen müssen. Naja. Ist egal. Ist wir egal. Haben es jetzt fertig. Wir haben es fertig und es sieht gut aus. Find so, ich auch. Das war's dann für heute, ne? Reicht ja auch. Kommst klar mit dem, was wir haben? Ich denke schon. Ja, dann sage ich erstmal wieder vielen Dank. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht nach so langer Zeit. Ja, wurde jetzt auch echt wieder Zeit. Mhm. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gewöhnt euch dran, jetzt wieder immer sonntags. Ausgestanzt und ausgefragt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.